Hi und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ja, heute habe ich ein Douglas Haul für euch. Ich habe hier ganz den Karton voll. Ich will auch gar nicht lange reden und wünsche euch ganz viel Spaß. Ich greife einfach willkürlich in die Kiste und zeige euch, was ich gekauft habe. Gucken. Das hier. Diese Creme habt ihr bestimmt schon öfter in meinen Videos gesehen. Die benutze ich wirklich jeden Tag. Vor dem Make-up und auch so, wenn ich kein Make-up benutze und merke, ich habe eine trockene Haut, dann benutze ich diese Creme immer. Das ist die Balancing and Mattifying Cream Gel von der Douglas Eigenmarke. Also die Creme benutze ich und das Waschgel dazu und das Gesichtswasser. Also das ist auch schon wieder fast aufgebraucht. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auch wie ich eine Mischhaut habt. Ja, so viel dazu. Machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Hier ein Blush von MAC. Ich benutze normalerweise nicht so viel Blush, aber ich fand die Farbe so schön und für den Sommer sieht es bestimmt auch ganz schön aus, wenn man ein Blush aufträgt. Das sieht, finde ich, einfach viel frischer aus. Und das ist der Ton Peaches. Das ist, wie der Name auch schon sagt, so ein peachiger Ton. Und auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ein paar Produkte habe ich wirklich neu gekauft. Einige habe ich schon etwas länger, aber ja, ich wollte sie euch trotzdem zeigen. Als nächstes machen wir weiter mit diesem Produkt hier von Too Faced. Und zwar ist es ein Lipgloss, was die Lippen nach ein paar Minuten aufplustern soll. So sieht es von innen aus. Ist so ein durchsichtiges Lipgloss, so ein bisschen holographisch auch. Und ich habe das schon etwas getestet. Meiner Meinung nach bringt es minimal was. Ja, meine Lippen sind auch so schon eigentlich voll, aber ich wollte, dass es ein bisschen dicker ist, deswegen wollte ich dieses Produkt testen und es hat eigentlich minimal was gebracht. Ich weiß nicht, wie das bei Mädels oder Jungs ist, die schmale Lippen haben und das testen. Ich glaube nicht, dass ich es mir nochmal nachkaufen würde, weil für den Preis ist die Wirkung jetzt auch nicht so toll, finde ich, meiner Meinung nach. Machen wir weiter mit dem nächsten Produkt und das ist das hier von Benefit. Das ist das Benefit Calm Brow. Ich habe das aber in der Mini-Version gekauft, um einfach zu testen, wie das Produkt so für mich ist. So sieht es von innen aus. Hat hier noch so einen kleinen Pinsel und ist einfach ein Augenbrauengel. Also so sieht das aus. Ich benutze normalerweise Stifte für meine Augenbrauen, aber ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Und habe mir gedacht, bevor ich jetzt das große Produkt kaufe und es gefällt mir nicht und es liegt nur in der Schublade rum, habe ich mir gedacht, kaufe ich mir das kleine erstmal und probiere es aus. Nächstes Produkt ist das hier von Urban Decay. Und zwar ist das ein Lidschattenprimer. Ich kenne den schon seit Jahren und habe auch so viele YouTuber positiv darüber reden hören, aber irgendwie bin ich nicht auf die Idee gekommen, aber nicht dazu gekommen, ihn mir selber zu kaufen. Das habe ich jetzt aber gemacht. Aber auch wieder in der Mini-Version, weil ich da auch erstmal schauen will, okay, gefällt er mir oder nicht? Passt er zu mir? Wirkt er bei mir? Deswegen habe ich den mir erstmal in Mini-Version gekauft. Ja. Ich finde, es ist eine sehr gute Möglichkeit, High-End-Produkte zu testen. Ne? Ja. Erstmal die kleine Version zu kaufen, falls es einem gefällt, dann kann man das Geld halt investieren darin wirklich. Wobei das jetzt auch nicht so günstig ist, aber ja, günstiger als die Originalgröße eben. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar hier noch was von Urban Decay und zwar ein Lippenstift in dem Ton Disturbed, genau, Comfort Matte. Ich habe den schon aufgetragen, so sieht das aus. Das ist so ein richtig dunkler, bäriger Ton. Komm ein bisschen näher ran. Die Textur ist sehr, sehr cremig und ja, der trocknet meine Lippen auch nicht so extrem aus wie die von MAC zum Beispiel. Ja, das konnte ich nach ein, zwei Mal auftragen feststellen. Ja, so viel dazu. Weiter geht's mit einem anderen Produkt. Nächstes Produkt ist, ja,
ein Lipgloss von Dior. So sieht das aus. In der Nummer 239. Und zwar ist ja bald Frühling und da hatte ich Lust auf Lipglosse und hellere Töne. Und da hat man keine Lust, wenn es draußen wärmer ist, mit voll geschminkten Lippen irgendwie rauszugehen. Also ich persönlich finde es unangenehm. Und ja, deswegen habe ich mir eine Lipgloss von Dior geholt, in dem Ton hier. Ich habe mir schon mal einen Lipgloss von Dior gekauft, auch von der Dior Addict Reihe. Und es war so ein ähnlicher Ton und der hat mir echt gut gefallen. Und jetzt wollte ich was Neues ausprobieren. Deswegen der hier. So, mein Akku ist gerade leer gegangen. Deswegen muss ich jetzt eine halbe Stunde warten, um weiterdrehen zu können. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo ich stehen geblieben bin, aber ich mache jetzt einfach mal mit dem nächsten Produkt weiter. Und zwar haben wir hier einen Concealer von MAC. Und zwar ist es der Pro Longwear Concealer in dem Ton NC20. Diesen Concealer benutze ich schon seit 2 Jahren und ich finde den richtig, richtig gut, weil er so eine starke Deckkraft hat. Ja, und hat auch eine große Farbauswahl, was ich auch sehr, sehr gut finde. Jetzt ein Concealer. Weiter geht's mit dem nächsten Produkt. Eine Foundation wieder von Urban Decay und zwar die All Nighter Liquid Foundation. Die sieht so aus. Das ist eine Foundation mit einer sehr, sehr hohen Deckkraft. Ja, also für den Alltag würde ich den jetzt nicht benutzen, aber jetzt zum Beispiel für eine Hochzeit oder einen anderen besonderen Anlass würde ich den auftragen, ja. Dieses Make-up habe ich bei der Tara gesehen und zwar vom Kanal Tamtam Beauty. Die benutzt diese Foundation wirklich sehr, sehr oft und ja, jetzt wollte ich sie auch mal ausprobieren. Hier habe ich noch eine Palette von Zoeva und zwar die Matte Palette, so heißt sie. Die hat so wunderschöne warme Töne drin, wie hier zum Beispiel Orange oder Rot und auch verschiedene Brauntöne. Man kann wirklich sehr, sehr viele schöne Looks damit schminken. Und wie der Name der Palette schon verrät, sind alle Töne matt. Für den Frühling oder Sommer kann man bestimmt sehr, sehr viele schöne Looks damit schminken. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Produkt und zwar eine weitere Palette. Auch wieder von Urban Decay. Den Namen der Palette kann ich jetzt nicht aussprechen, aber ich schreibe den euch hier oder hier hin. Die hat so eine schöne Verpackung und zwar sieht die so aus. Die fühlt sich wirklich sehr, sehr hochwertig an, weil sie auch so schwer ist und hat einen riesengroßen Spiegel drin. Hat so auch so einen riesen Spiegel drin, was ich auch sehr, sehr gut finde. Und die Töne gefallen mir auch wirklich sehr, sehr gut. Also solche. Hat so besondere Töne drin. Hat ein paar Matttöne und sehr, sehr viele, nicht Glitzertöne, sondern so, Chromeier, so Chromfinish haben die. Und das Besondere an dieser Palette sind die fünf oberen Farben hier. Und zwar ist es dafür gedacht, wie so ein Topcoat für die Lidschatten und je nach Topcoat, den man auf einen anderen Lidschatten drauf macht, sieht der Ton auch ein bisschen, also schimmert in einer anderen Farbe und so kann man sehr, sehr oft variieren, sage ich mal. Man kann die aber auch so auftragen, ohne einen anderen Lidschatten drunter aufgetragen zu haben vorher. Genau, so viel dazu. Ja, wie gesagt, das war jetzt das letzte Produkt. Für die Bestellung habe ich noch 2 Proben mitbekommen und zwar ist es auch wieder von Urban Decay eine Mascara und zwar die, den Namen schreibe ich euch hier drauf, und so auch wieder halt Mini und so einen Kopf hatte. Da bin ich auch gespannt, wie der ist. Und eine weitere Mascara von MAC, die hat so einen Kopf. Das waren jetzt alle Produkte, die ich gekauft hatte und ein paar, die ich, wie gesagt, schon vorher noch gekauft habe, die ich euch aber auch zeigen wollte. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!